Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Und heute gibt es den ersten Part der Cry Baby Wims Legacy Challenge. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich diese Worte wirklich sage, weil ich habe so lange darauf gewartet, diese Challenge zu starten und aufzunehmen, aber es hat sich irgendwie nie richtig angefühlt. Und jetzt, wo das neue Zusammenwachsen-Pack rausgekommen ist mit der neuen Stadt San Sequoia, dachte ich mir, ist es an der Zeit, ein Let's Play dazu aufzunehmen. Und habe dann gemerkt, dass sich die Crybaby Wims Challenge in der ersten Generation ziemlich gut dafür anbietet. Und würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein. So, wir befinden uns in San Sequoia und ihr seht schon die wunderschöne Brücke. Das kleine Fischerdorf liegt hier und dieses gelbe Häuschen wird das neue Zuhause unserer Family. Das hier ist unser Gründersim Jolene Clark und ich werde jetzt einmal euch die Regeln vorlesen, einmal auf Englisch und dann aber nochmal übersetzen, worum es in der ersten Generation geht, dass ihr so einen ungefähren Eindruck vom Sim bekommt und auch von der Hintergrundgeschichte. Und zwar hat Jolene das Bestreben erfolgreiche Abstammung, sie hat aktuell keinen Job, das wird sich aber in der ersten Generation noch ändern, dazu aber später mehr, ich möchte euch nicht die ganze Story spoilern. Sie hat die Merkmale Perfektionistin, paranoid und familienbewusst. Ich habe ihr außerdem noch warmherzig und zimperlich gegeben, weil ich eine Mod habe, wodurch die Sims 5 Merkmale haben können. Und dann habe ich eben noch ein paar mehr gegeben als die drei, die vorgegeben waren. Außerdem sind die Farben dieser Generation gelb und weiß und das spiegelt sich auch im Haus wieder. Also das ganze Haus ist in gelb und beige Tönen eingerichtet und auch in Jolines Kleidung. Also ihre ganzen Outfits sind immer so ein bisschen gelblich gehalten mit weißen Tops oder weißen Hosen und natürlich auch ihr blondes Haar. Jetzt ist der Leitspruch der ersten Generation: Everyone thinks that we're perfect, please don't let them look through the curtains. Die Crybaby Wims Legacy ist nämlich inspiriert vom Crybaby-Album von Melanie Martinez und ich habe dieses Album nach meiner Abi-Zeit die ganze Zeit rauf und runter gehört und liebe es bis heute einfach noch so sehr und ich freue mich so sehr darauf, jetzt endlich die Crybaby Wims Legacy Challenge zu spielen, weil ich es schon seit Jahren vorhatte und irgendwie nie die richtigen Sims oder die richtige Stadt, die richtige Umgebung gefunden habe und jetzt endlich meine Liebe zu Sims und zu diesem Crybaby-Album verbinden zu können, ist einfach richtig schön. Genau, ihre Hintergrundgeschichte ist: You grew up a perfect white picket fence life in a perfect home. Perfect parents, perfect siblings, perfect grades. Nothing was ever out of place. Or was it? Your memory is a little jaded, it seems. Maybe you got it all wrong. You were taught father builds the home and mother maintains it. But how was that making money again? Geez, you can't remember. Did you choose to forget? And like the perfect Sim you are, you fell in love in high school with the perfect person. Or you thought they were perfect until you saw them kissing your sibling. And only a few years later, they got married. You weren't even invited to the wedding. No, this wasn't how it was supposed to be. You were perfect. Where did it go wrong? You promised you'd keep to your mother's beliefs. You married young, 18 to be exact, and took care of your spouse, of your home, but your ex was always hanging around your sibling's house. And you guys may have accidentally hooked up and now you guys are pregnant, each having a different spouse. Das ist die Einleitung zu der Geschichte. Ich übersetze es nochmal so ganz grob. Es geht eben darum, dass Jolene in einem perfekten Elternhaus aufgewachsen ist, in einem perfekten Haus mit perfekten Noten, einer perfekten Schwester. Aber sie weiß eben auch nicht mehr ganz genau, wie hat ihr Vater jetzt nochmal Geld gemacht. Das ist so ein bisschen unserer Fantasie überlassen. Ich werde euch die Sims auch gleich vorstellen. Ich habe ihrem Vater nämlich die Verbrecherkarriere gegeben, weil ich mir dachte, vielleicht ist es das, womit er Geld gemacht hat. Ansonsten hat sie eben von ihrer Mutter schon früh eingetrichtert bekommen, dieses klassische Rollenverständnis, dass eben die Frau zu Hause bleibt, sich ums Haus kümmert, der Mann arbeiten geht und deswegen hat sie auch sehr früh geheiratet mit 18 und kümmert sich jetzt eben um das Haus und dann zukünftig auch um die Babys. Aber, und hier kommt das ganze Drama mit ins Spiel, sie hatte in der Highschool ihre erste große Liebe, den Sim zeige ich euch auch gleich natürlich noch, und dachte, er ist the perfect match für sie, aber er hat sich am Ende mit ihrer Schwester eingelassen, sie hat die beiden dabei gesehen, wie sie sich geküsst haben und als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, hat ihre Schwester diesen Sim auch noch geheiratet und jetzt sieht sie jedes Mal, wenn sie bei ihrer Schwester ist, eben ihren, ja, Ex-Partner vor sich, wie er mit der Schwester glücklich ist. Und auch wenn sie ihren aktuellen Mann sehr liebt und er sich wirklich sehr gut um sie kümmert und sie aus tiefstem Herzen auch liebt, kann sie sich trotzdem nicht von ihrem Ex losreißen und muss eben immer an ihn denken und erinnert sich immer daran, wenn sie bei ihrer Schwester ist, an die vergangene Zeit und was hätte sein können. Es ist so, dass in der ersten Generation man wieder
mit dem Ex anbändeln muss und eine Affäre anfangen muss und eben dann davon schwanger werden muss. Also das Drama ist, dass man den eigenen Ehemann betrügt und dann schauen muss, ob man mit dem Ex-Partner wieder zusammenkommt, ob man mit dem eigentlichen Partner zusammenbleibt oder vielleicht gar nichts von beiden. Das ist jetzt die Ausgangssituation. Mehr werde ich euch dann noch von den Regeln noch nicht erzählen. Wenn sie euch interessieren, wie gesagt, könnt ihr gerne in der Infobox nachschauen. Ansonsten werdet ihr die Story aber auch im Laufe der Folgen natürlich sehen. Das hier ist ihr Ehemann Philipp. Er hat das seelenverwandte Bestreben und ist Lehrer. Ich habe ihm den Job tatsächlich gerade gegeben und ihn auf Stufe 3 Lehrer befördert, weil ich mir dachte, das ist realistisch, dass die eben in dieses Haus gezogen sind und er den Lehrerjob hat und sie sich eben um das Haus kümmert, sich ein bisschen um die Renovierung gemeinsam mit ihm gekümmert hat, weil sie das Haus natürlich in einem schlechteren Zustand gekauft haben, weil die beiden jetzt auch nicht so unbedingt viel Geld haben. Also ihr seht, die haben aktuell 5000 Simoleons. Ansonsten ist er romantisch, familienbewusst, ehrgeizig, eifersüchtig und ein Musikliebhaber. Dann kommen wir zu den anderen Sims. Das hier ist Anne, die Mutter von Jolene. Sie ist mit Maurice Hale verheiratet, also Anne Hale und Maurice Hale. Das ist auch der Kindername von Jolene. Sie hat dann eben den Namen von Philipp angenommen, als sie ihn geheiratet hat und heißt jetzt Clark. Sie sind gut kompatibel und haben ein fürsorgliches Verhältnis zueinander. Und ihre Mama ist eben selber arbeitslos, weil sie sich um den Haushalt und Jolene und ihre Schwester gekümmert hat. Dann haben wir hier noch Maurice. Maurice ist der Vater von Jolene. Er ist kleptomanisch und materialistisch, was eben auch auf seine Karriere im Verbrecherwesen hindeutet. Er ist nämlich der Boss. Und das ist eben auch die Vorgeschichte, die ich meinte, dass Jolene sich nicht so richtig daran erinnert, wie ihr Vater überhaupt Geld verdient hat. Ansonsten haben wir noch Jolenes Schwester Isabella. Das Verhältnis zwischen den beiden ist eben auch schwierig, weil Isabella ja mit Brad verheiratet ist, der Jugendliebe von Jolene. Sie ist auch eifersüchtig, selbstsüchtig, romantisch, warteintensiv und zimperlich und ebenfalls eine Hausfrau. Und die beiden sind auch ziemlich inkompatibel, was ich auch sehr interessant finde, weil sie sonst tatsächlich mit den meisten Sims kompatibel ist. Und zu guter Letzt haben wir hier natürlich noch Brad. Brad ist eine Katze. Hallo, Molly. Nein, Brad ist natürlich keine Katze. Brad ist die Jugendliebe von Jolene und mit Isabella verheiratet. Er ist romantisch, selbstsicher, aktiv, familienbewusst und konkurrenzfähig. Und ich sehe gerade, ich habe ihm keinen Job gegeben. Das müssen wir nochmal bei Gelegenheit nachholen. Was ich auch interessant finde bei den beiden, sie sind sehr gut kompatibel, aber absolute Gegensätze. Und das finde ich richtig interessant, weil man sagt ja auch immer, Gegensätze ziehen sich an. Und wie ihr auch seht, die Beziehung zu Brad ist sehr schlecht. Also sowohl Liebesleiste als auch Freundschaftsleiste sind beide im tiefroten Bereich. Mit ihrer Mama ist die Beziehung tatsächlich relativ gut. Mit Isabella ist es, wie gesagt, eben ein bisschen schwierig. Und mit ihrem Vater hat sie jetzt auch nicht so das engste Verhältnis. Aber ein Wunsch, den Jolene aktuell hat, ist es tatsächlich, ein Baby zu bekommen. Ich drücke jetzt auch gleich mal auf Play und zeige euch jetzt mal, warum Jolene mit ihrem Philipp gerne ein Baby haben möchte. Und zwar hat Isabella vor kurzem den kleinen Max zur Welt gebracht. Er ist noch ein Säugling und Jolene hat jetzt eben das Gefühl, dass sie ihrer Schwester ein bisschen nacheifern muss, weil Isabella auch ein bisschen älter ist als Jolene und eben immer das hatte, was Jolene gerne haben wollte, unter anderem eben den Mann. Ich kann euch einmal das Haus kurz zeigen. Also wie gesagt, hier gibt es den Eingang einmal mit einem kleinen Wohnzimmer. Ist es nichts sonderlich großes, das Haus. Es ist eben ein kleines Familienhäuschen, was die beiden sich leisten konnten. Dann haben wir hier hinten die kleine Küche. Hier kommt dann natürlich noch ein Hochstuhl und sowas hin. Dann haben wir hier ein kleines, aber feines Badezimmer mit der neuen Dusche aus dem Pack. Ich finde die mega, mega schön. Generell ist in dem Haus sehr viel vom neuen Pack verbaut. Ich habe das Haus nicht selber gebaut. Ich habe mir nur eine Renovierung von diesem Häuschen aus der Galerie runtergeladen. Und alles dann so ein bisschen in Gelbtönen angepasst, damit es eben zu unserer Challenge passt. Hier ist das Schlafzimmer von den beiden, auch nichts sonderlich Großes. Und hier haben wir schon ein kleines Babyzimmer vorbereitet, weil Jolene eben so fest entschlossen ist, dass sie jetzt auch schwanger werden möchte. Beziehungsweise sie und Philipp probieren es auch schon eine Zeit lang, aber bisher hat es nicht so richtig geklappt. Das Haus hat auch noch eine zweite Etage, hier oben ist es allerdings auch ziemlich leer, weil laut Challenge-Regeln müssen die beiden 4 Kinder bekommen, wovon nicht jedes Kind von ihrem Ehemann sein wird, das kann ich euch jetzt schon verraten. Aber hier haben wir noch reichlich Platz, dass wir hier noch Kinder unterbringen können. Und es gibt eben noch ein weiteres Bad, weil spätestens wenn 6 Personen im Haushalt leben, wird es auf jeden Fall sehr, sehr voll. Jetzt würde ich aber sagen, dass Jolene einmal den Hausfrauentätigkeiten nachgeht und etwas kocht. Und zwar ist der Plan, dass heute bei ihrer Schwester eine kleine
Baby-Kennenlernparty gefeiert wird. Man kann ja eine Familienparty feiern. Und ich dachte mir, es wäre doch schön, wenn Jolene dafür etwas zu essen mitbringt. Oh, wo ich gerade nach Essen geguckt habe, ist einfach unsere Mom anscheinend vorbeigekommen und möchte beste Freunde werden. Natürlich. Ist sie jetzt hier? Ach, unsere Mom ist hier. Wie schön. Ja, dann kann ich es euch einmal live zeigen. Das hier ist die gute Anne. Sie sieht jetzt tatsächlich noch nicht so alt aus, also sie ist jetzt keine typische Oma, aber ich fand, das ist auch realistisch, weil ihre Töchter sind ja beide jetzt erst Anfang, Mitte 20, deswegen ist es schon in Ordnung. Aber Jolene, wir müssen jetzt Essen machen, wir gehen nämlich gleich zu deiner Schwester. Oh, das ging ja schnell, das ging ja mega schnell und das sieht ja voll süß aus. Genau, und das packen wir jetzt einmal ins Inventar und dann werden wir jetzt eine Familienfeier starten. Was hat sie hier? Worüber reden die? Wegen Merkmal paranoid. Paranoide Sims fühlen sich unwohl in Gesellschaft flüsternder Sims. Worüber reden sie? Reden sie über mich. Ja, bald werden sie wahrscheinlich auch über dich reden. Wir machen ein Familientreffen. Ja. Und zwar, ja, jetzt sind wir die Gastgeber, aber es ist schon okay. Wir laden natürlich alle ein. Warum können wir... Ach, wir können unseren Ex nicht einladen, weil wir kein gutes Verhältnis zu ihm haben. Okay, verstehe. Macht nichts. Wir werden natürlich trotzdem bei denen das machen. Genau. Die wohnen nämlich in einem anderen Stadtviertel von San Sequoia. In einem Haus, das ich auch platziert habe. Das ist so eine Renovierung von einem, was schon von EA dort stand. Und ich fand das eigentlich ganz schön, wenn wir die Stadt erkunden mit den Gebäuden, die schon da waren, mit den Wohnhäusern. Aber eben mit Renovierungen davon. Tada! Da sind wir. Ist es natürlich blöd, dass unser Ex nicht da ist? Ach doch, da steht er. Aber bevor ich ihn euch zeige, das hier ist unsere Schwester. Das ist die gute Isabella. Und ihr kleiner Sohn, ist der nicht unglaublich süß? Das ist Max. Und ich finde, Isabella und Max sehen einfach richtig, richtig toll aus. Hier ist übrigens unser Dad auch nochmal. Und dann haben wir hier drin den guten Brad. Die Jugendliebe von Jolene. Und dann werden wir jetzt natürlich erstmal zu unserer Schwester gehen und sie begrüßen. Die stehen ja auch alle noch hier draußen rum. Weil eigentlich haben die Schwestern immer ein gutes Verhältnis gehabt, eben bis zu dem Zeitpunkt, wo Isabella mit Brad zusammengekommen ist und ihn dann auch geheiratet hat. Und das hat so einen kleinen, ja, oder mittelgroßen, schweren Knacks in ihre Beziehung gerissen. Und deswegen streiten die beiden sich häufig. Jetzt rennt Isabella auch irgendwie von uns weg, warum auch immer. Aber ich würde gerne, dass sie uns Max auch gleich noch vorstellt, weil ich glaube, genau, sie muss uns ihn erst vorstellen. So, wie süß. Guckt ihn euch mal an, den kleinen Knirps. Ach, hallo Max. Ach, wie süß. Unsere Mom freundet sich hier mit unserem Mann an. Der ist aber auch schnuckelig, ne? Kann man nicht anders sagen. Süß. Ach, sweet, die Schwestern. Mensch, die Idylle wird zwar nicht so lange anhalten. Und jetzt werden wir sie nochmal bitten, uns ihrem Sohn vorzustellen. Oh mein Gott, wie süß war die Interaktion, bitte. Das ist ja mega niedlich. Sie hat ihn uns einfach gerade in den Arm gelegt und zeigt ihn uns jetzt. Oh mein Gott. Wie süß. So, so. Das ist ja unglaublich niedlich, die Interaktion. Ich lieb's. Ich lieb's. Und jetzt kennen wir einfach unseren Neffen. Hi. Können wir mal dich trösten vielleicht? Dann können wir auch direkt mal anfangen, mit unserem Ex zu plaudern. Wir werden mal vom Essen schwärmen. Und wir können auch nach Gemeinsamkeiten suchen. Ist es neu? Kommt es auch mit dem Pack? Wir werden das einfach mal probieren. Wir müssen ja die Beziehung zwischen den beiden auch wieder ein bisschen hochbekommen, damit wir dann die Affäre irgendwann starten können. Vielleicht können wir nochmal ihn nach seinem Tag fragen. Und... Oh! Ich glaube, unsere Schwester war gerade richtig eifersüchtig deswegen. Wow! Und Philipp hat, glaube ich, eine Angst bekommen. Es fühlt sich an, als wäre es bereits eine Ewigkeit her, dass Philipp mit seinem Schatz romantisch war. Es könnte Paranoia sein oder Furcht oder ein ungutes Gefühl. Aber Philipp kann einfach nicht anders, als sich zu fragen, was sein Schatz plant oder hinter seinem Rücken macht. Ach, Philipp, noch aktuell gar nichts. Aber unsere Schwester ist anscheinend mega angepisst. Aber es hat deren Freundschaftsleiste voll was gebracht, dass wir das gemacht haben mit den Gemeinsamkeiten suchen. Oh mein Gott, sie ist so sauer. Sie ist so sauer. Vielleicht sollten wir uns mal mit ihr streiten. Wir werden sie mal der Spionage bezichtigen oder darüber streiten, wer besser ist. Das ist gut. Das machen wir auf jeden Fall. Dafür ist unsere Hassleiste mit ihm einfach instant runtergegangen.
Jetzt plaudern wir nur mit ihr. Ich wollte mich doch streiten. Okay, wir streiten uns anscheinend. Oh mein Gott, okay. Ich liebe es. Sie sagt wahrscheinlich sowas wie, warum bist du immer so eifersüchtig? Ich habe doch nur mit deinem Mann geredet, ein bisschen Smalltalk versucht. Du bist doch der Grund dafür, dass unsere Beziehung in der Familie so schlecht ist. Ich liebe es. Das erste Drama beginnt direkt schon in den ersten Minuten hier. Einfach die perfekte Family. Und danach werden wir nochmal unserem Ehemann Max vorstellen. Wir haben gerade Brad einfach seinen Sohn weggeschnappt, damit wir ihm unseren Mann vorstellen können. Aber das ist so eine schöne Interaktion. Oh mein Gott, ich lieb's. Oh mein Gott, jetzt reden die beiden darüber, dass sie auch unbedingt ein Kind haben möchten und wie das wird, wenn sie eine eigene Familie gründen. Wir müssen auch noch jemandem eine Geschichte erzählen. Können wir das bei ihm machen oder müssen wir dafür zu jemand anderem? Geschichten, lustige Geschichte können wir ihm ja mal erzählen. Vielleicht mag er das ja. Oh mein Gott, wir haben eine grüne Freundschaftsleiste mit ihm. Es läuft einfach. Oh, was macht er denn? Eifersüchtig sein? Warum denn eifersüchtig? Eifersuchtsanfall wegen Merkmal eifersüchtig. Es ist nicht immer begründet, aber manchmal dringt die Eifersucht einfach an die Oberfläche. Oh mein Gott. Okay, und unsere Geschichte galt anscheinend noch nicht. Oh mein Gott, warum ist er denn so eifersüchtig? Ist doch noch gar nichts passiert. Was möchte sie? Sie möchte mit der Familie ehrenamtlich tätig werden. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und etwas von ausgezeichneter Qualität herstellen. Ja, da müssen wir mal gucken. Was hat er eigentlich? Eng verbunden. Wegen enger Familiendynamik. Ach, wie süß. Es lebe die Familie, weil über zukünftige Familienpläne geredet hat. Ach, wie süß. Okay, und jetzt gehen wir wieder nach Hause. Was wir jetzt aber noch machen werden, ist ein Techtelmechtel, weil wir wollen ja schwanger werden. Und dann nochmal ein Halsküssen. Danach könnt ihr hier Baby machen. Versuchen, schwanger zu werden mit Philipp. Los geht's. Es wurde nicht verhütet. Okay. Eigentlich würde ich gerne, dass die das nochmal machen. Moment. Es tut mir sehr leid, aber ihr müsst leider nochmal ran. Es fühlt sich an, als wäre es bereits eine Ewigkeit her, dass Jolene mit ihrem Schatz romantisch war. Es könnte Paranoia sein oder Furcht oder ein ungutes Gefühl, aber Jolene kann einfach nicht anders, als sich zu fragen, was ihr Schatz plant oder hinter ihrem Rücken macht. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt unbedingt über Philipp redet oder ob sie vielleicht sogar schon an Brad denkt. Versuch Nummer 2. Es wurde nicht verhütet, wieder nicht. Sehr gut. Die schlafen jetzt beide? Ja, gut. Dann lasse ich die jetzt mal schlafen und wir sehen uns am nächsten Morgen. Okay, es ist jetzt fast 6 Uhr morgens. Ich werde Jolene jetzt einmal Frühstück machen lassen, weil es tatsächlich so ist, dass sie ja diejenige ist, die eben den Haushalt auf Vordermann halten soll. Und ich glaube, dass sie dann eben auch jeden Morgen eben Frühstück machen würde. Und wir machen jetzt Honig-Bananentoast als Familiengröße. Und es regnet draußen. Ich glaube, deswegen hat sie gerade Angst. Ja, sie hat Angst vor Gewitter und sie ist verängstigt, weil sie Hunger hat. Relatable. Okay, und während Jolene das Sandwich macht, das Toast, werden wir Philipp einmal duschen gehen lassen, damit er auch fresh bei der Arbeit ist. So. Wow. Oh mein Gott, das Toast, das sieht so lecker aus. Guckt euch mal bitte dieses Toast an. Nimm dir mal ein Gericht. Und du nimmst dir auch ein Gericht und dann könnt ihr zusammen frühstücken. Wie schön. Hallo Molly. Also falls ihr die Mod nicht kennt, das ist die Granny's Cookbook Mod. Und da gibt es so, so tolle Gerichte. Guckt euch mal an, wie lecker das einfach aussieht. Wow. Also die Frau hat sich wirklich Mühe gegeben, ihrem Mann da vor der Arbeit was richtig Leckeres zu zaubern. Forschen und debattieren. Was muss ich damit machen? Durchschreiben oder veröffentlichen in einer Forschungsarbeit am Computer. Diskutieren, üben vor dem Spiegel. Wir können ihn vielleicht vor dem Spiegel diskutieren üben lassen, weil einen PC haben wir aktuell noch nicht. Debattieren oder diskutieren? Diskutieren üben vor dem Spiegel. Aber er kann nur debattieren. Vielleicht ist es das Gleiche. Wir probieren es mal. Und dann werden wir sie gleich mal duschen gehen lassen. Oder sie nimmt sich mal ein Schaumbad. Und danach werden wir einen Schwangerschaftstest machen. Oh mein Gott. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, es hat schon geklappt. Das wäre einfach so toll. Okay, Philipp muss jetzt mit dem Debattieren aufhören. Philipp muss nämlich zur Arbeit. Und er hat die Forschen- und Debattierenfähigkeit erworben. Ich weiß, normalerweise hätte er die schon, aber ich habe ihn ja ein bisschen hochgescheatet. Deswegen ist es schon okay, dass er die jetzt noch nicht hatte. So, und? Ah!
Im Unterricht entdeckt Philipp, dass sich die Schüler über ein schwieriges Thema den Kopf zerbrechen und immer frustrierter werden. Die Methode, mit der dieses Thema normalerweise unterrichtet wird, scheint nicht effektiv zu sein. Aber Philipp erinnert sich, etwas über eine umstrittene Lehrmethode gelesen zu haben, die er jetzt einsetzen könnte. Soll er es versuchen? Nein. Ich glaube, Philipp würde so etwas nicht tun. Gut. Hat keine Auswirkung gehabt. Und? Oh nein, sie ist nicht schwanger. Okay, dann müssen wir uns heute auf jeden Fall nochmal probieren. Das meine ich. Die haben halt wirklich Probleme aktuell. Die bekommen einfach irgendwie gerade kein Kind. Also, sie wird einfach nicht schwanger. Ich lasse jetzt aber mal den Haushalt ein bisschen sauber machen. Dann kann sie hier nochmal ein bisschen putzen, bis Philipp wieder von der Arbeit kommt. Hey Bro, ich bin's, dein Kumpel Kyle. Hör mal, ich komme zu dir, um ein paar Tage zu chillen, wie in den guten alten Zeiten. Krasse Idee, was? Was, du erinnerst dich nicht an mich? Haha, du bist ja so witzig. Echt jetzt, bleib wie du bist. Ich hoffe, du hast Saft bereitgestellt, das wird hammermäßig. Oh, war ja, echt jetzt? Na gut, warum nicht? Nicht heute, Kyle, ich kenne dich nicht, sorry. Schwierig. Oh, wäre ich jetzt auf Twitch, würde ich euch fragen, aber ich habe keine Ahnung, wer dieser Kyle ist. Aber ich glaube, wir machen das einfach mal. Ja, warum nicht? Und dann wird Jolene wahrscheinlich mega abgefuckt sein, wenn Kyle hier gleich herkommt. Ah, da ist er ja schon und er bringt seinen Koffer sogar mit. Okay, hallo. Schön, dass Sie da sind. Dann, ja, fühlen Sie sich direkt wie zu Hause, kein Problem. Er räumt auf. Stell dich doch mal bei ihm vor oder sag mal herzlich willkommen. Ja, gut. Vielleicht sollten wir Kyle mal ein Bett kaufen oder zumindest eine Luftmatratze oder so. Es gibt ja auch Luftmatratzen jetzt von dem Pack. Sind die unter Betten? So, Schlafsack. Also, abseits des Netzes funktionsfähig. Sehr gut, den hätte ich gerne. Dann darf Kyle nämlich hier oben in einem Schlafsack pennen. Oder soll er hier unten im Wohnzimmer pennen? Ist auch ein bisschen komisch, oder? Kyle, wir haben keinen Platz für dich. Er kommt. Kyle schläft jetzt einfach in dem Raum hier. Wir können ihm ja noch eine Lampe oder so spendieren. Es gibt doch bestimmt irgendwie eine Lampe, die abseits des Netzes hier funktionsfähig ist, die so ein bisschen nach Camper-Lampe aussieht, oder? Vielleicht von Outdoor-Leben? Ah ja, so eine habe ich gesucht, genau. Exakt. Schau mal, Kyle, du darfst jetzt hier campen bei uns. Wundervoll. Okay, anscheinend freut sie sich, dass Kyle da ist. Ich meine, vielleicht ist es ja auch ein alter Schulfreund von denen oder so. Dann werden wir mal ein bisschen über die Interessen quatschen und nach seinen Hobbys fragen. Aber zieht er in jedem Spielstand ein? Ich habe das jetzt auf Twitch auch schon häufiger gesehen, dass dieser Kyle vorbeigekommen ist. Ich dachte, das ist so random, aber anscheinend macht er das jedes Mal. Ist es, damit man das Pack kennenlernt? Hier haben wir auch diese Bilderrahmen, die sind ja auch vom Pack. Mal gucken, ob wir da irgendwelche Bilder vielleicht reinmachen können. Aha! Schaut mal, wie cool! Das ist ja mega cool! Wie nice! Moment. Oh Gott, wie süß. Das ist ja voll schön. Oh Gott, ich lieb's. Ich lieb's einfach. Da kann man, mein Gott, da kann man so viele tolle Bilder reinmachen. Überlegt mal, allein mit dem Postplayer, was man da alles Tolles machen kann. Okay, ich habe jetzt erstmal random hier so ein paar Bilder platziert. Vielleicht noch eins mit der Schwester. Das ist ja voll süß. Ich werde auf jeden Fall ganz, ganz viele Bilder mit dem Postplayer machen und dann hier drin platzieren. Das wird einfach genial. Das wird genial, ich lieb's. Okay, sie hat jetzt eine ganze Zeit mit Kyle gequatscht und ich würde sagen, jetzt wird es mal Zeit, Mittagessen zu machen. Bei Essen ist die Molly auch direkt angekommen und hat gesagt, hi, hier bin ich, was gibt's hier mit Essen? Mein Schatzi, kannst du mal hier, ne? Was machst du denn da? Wir machen jetzt für alle Mac Cheese and Fried Chicken, nee. Suppe, Chicken Alfredo, Birnen, Bohnen und Speck. Das klingt doch super. Das machen wir jetzt. Wir warten anscheinend nicht, bis unser Mann von der Arbeit kommt. Naja, was soll's. Wenn sie Hunger hat, dann ist das schon okay. Dann kann sie vielleicht gleich auch nochmal ein Nickerchen machen. Ich meine, sie hat jetzt auch den ganzen Vormittag Sport gemacht. Dann kann sie sich hier mal hinlegen und schlafen. Und wenn dann unser guter Philipp nach Hause kommt, ist nochmal Babytime. Hi Molly. Das ist die Molly und sie ist auch dabei. Special Guest heute im Video. Mein Twitch-Stream kennt sie auch schon in- und auswendig. Ne? Chat mag ich sehr gerne. Aber hier ist kein Chat. Die Molly ist es nämlich gewöhnt, dass sie mal Leckerlis kriegt, wenn der Chat das auf Twitch einlöst. Also falls ihr Molly mal live Leckerlis spendieren wollt, dann schaut unbedingt bei Twitch vorbei. Tada! Philipp ist wieder da und er ist voll verängstigt. Oh nein, der Arme. Und er hat einen stressigen Tag gehabt. Ach, Philipp, es tut mir so leid. Aber schau mal,
Deine Frau hat hier schon Essen gemacht. Nimm dir mal ein Gericht. Und Kyle ist auch zu Besuch. Wo ist Kyle eigentlich? Ach, Kyle spielt draußen im Regen. Okay. Du kannst ja mal danach deinem alten Kumpel Hallo sagen. Und zwar... Was machen wir? Machen wir Smalltalk. Wir gehen ihn mal ein bisschen kennenlernen. Dann können wir ein paar Fotos... Achso, bitten sich zu entspannen. Ermutigt den Sim, sich während des Übernachtungsbesuchs keine Gedanken darüber zu machen, im Haus zu helfen. Ja. Und dann werden wir mal nach seiner Karriere fragen, was er jetzt so treibt nach der Schulzeit. Wir tun jetzt einfach so, als wäre ein alter Schulfreund. Und dann werden wir ihm eine lustige Geschichte erzählen. So, und wenn sie damit fertig ist, dann werden wir nochmal ein Techtelmechtel hier haben. Ach, geht gerade nicht, weil sie darauf schläft. Dann werden wir... Wieso kann ich kein Techtelmechtel mit ihm haben? Ich möchte ein Techtelmechtel mit dir. Warum hat die Freundschaft so gelitten? Oh mein Gott. Ist das, weil er so eifersüchtig war? Haben die deswegen jetzt kaum noch eine Freundschaftsleiste? Oh mein Gott. Wie soll das erst werden, wenn wir wirklich mit ihm anbändeln, mit dem anderen... Das ist ja absolut schrecklich. Oh no. Jetzt hängt die zweite Katze hier auch noch von meinem Bildschirm rum. Das ist die Mia, die ist noch ein bisschen kamerascheu. Die ist auch dabei. Boah, Mia, du kannst hier sitzen. Aber wenn du vor dem Bildschirm sitzt, dann sehe ich nichts. So, steh mal bitte auf. Warum könnt ihr denn kein Baby machen? Ich möchte, dass ihr versucht, schwanger zu werden. Versuchen, schwanger zu werden mit Philipp. Okay, und doppelt hält besser natürlich. Und danach, weil es so schön ist, auch nochmal eine Dusche. Ach, da können wir nur ein Techtelmechtel machen. Ist auch okay. Julien fürchtet sich vor dem, was in der Dunkelheit lauert. Die Finsternis dient einzig und allein dazu, die gruseligsten und furchterregendsten Kreaturen der Nacht unter ihrem Schleier zu verbergen. Sie hat das Gefühl, als könnte jederzeit etwas aus der Dunkelheit hervorspringen. Und dieser Typ namens Vladislaus ruft in letzter Zeit auch ständig an. Oh no. Dann macht mal euer Ding jetzt, bitte. Was hat sie hier? Versuchen, schwanger zu werden. Wegen Versuch, Baby zu machen. Oh, Julien hätte gerne ein Kind, das uns hoch erfreut. Versuchen, schwanger zu werden. Schön. Ui. Es wurde nicht verhütet. Wunderbar. Wie, ihr verabscheut euch jetzt? Was? Warum? 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 Was ist denn hier los? Hä? Wo kam das denn her? Also sorry, das ist doch ein Bug, oder? Das ist doch ein Bug, das kann doch nicht sein. Also tut mir leid, die hat nur Techtelmechtel. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich werde die Leiste jetzt wieder ein bisschen zurückschieten, weil, also sorry, das ist ja sowas von unrealistisch. Dass sie jetzt innerhalb von einem Techtelmechtel sich plötzlich hassen. Hör jetzt mal auf zu schlafen. Wir müssen jetzt hier Baby machen. Aber schreib mir mal gerne in den Kommentaren, ob das ein Bug ist. Und falls ja, kommt das von der Mod oder kommt das vom Spiel? Weil, also das, die haben sich ja gerade instant gehasst. Und warum gehen hier eigentlich alle ein und aus, als wenn es deren eigenes Zuhause ist? Okay. Es wurde nicht verhütet. Wir gehen jetzt direkt einen Schwangerschaftstest machen. Also er wird jetzt erstmal hier unten irgendwie mit Kyle ein bisschen chillen. Vielleicht schauen die beiden sich Fußball oder sowas an. Ich glaube, das ist ja... Also Kanal schauen. Schaut mal den Sportkanal. Und sie wird jetzt einen Schwangerschaftstest machen. Ich hoffe so sehr, dass sie schwanger ist. Ich hoffe es so sehr. Es wäre so toll. Es wäre einfach so toll. Okay. Los geht's. Los geht's. Oh mein Gott, ist das ein gutes Zeichen? Sie denkt schon länger drüber nach. Es ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, oder? Ja! Oh mein Gott, sie ist schwanger. Oh mein Gott, wie cool. Ich kann es nicht glauben. Oh mein Gott, yay! Wie toll! Oh mein Gott, und sie hat direkt so ein kleines Babybäuchlein. Oh mein Gott, ich glaube, sie freut sich mega, oder? Ja, ein Kind ist auf dem Weg. Oh mein Gott. Wie toll. Okay, dann werden wir jetzt natürlich ihm auch direkt die frohe Neuigkeit überbringen und die hassen sich einfach schon wieder. Es tut mir so leid, aber ich kann das nicht, Leute. Ich kann es einfach nicht. Ich habe noch nichts in der Beziehung ruiniert und die hassen sich einfach trotzdem schon. Es kann nicht sein. Ich mache das jetzt wieder so, wie es am Anfang war. Das stand irgendwo auf dem hier, weil es ist ja noch nichts passiert. Große Neuigkeit erzählen. Da ist es ja. Komm, erzähl ihm mal, dass du schwanger bist. Und? Oh mein Gott, ich glaube, er freut sich auch. Ich glaube, er freut sich. Okay, und dann werden wir nochmal mit der Familie angeben, wie toll das wird, wenn wir jetzt mehr sind dann im Haushalt.
Und dann werden wir nochmal mit ihm über die Babyzimmerdekoration sprechen. Ich meine, das Babyzimmer ist schon dekoriert, aber was soll's. Und dann werden wir ihn nochmal küssen. Oh, ist so lustig mit dir. Ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir und hoffe, dass es dir genauso geht. Das ist doch schön. Und dann werden wir ihn darum bitten, unsere Geburt zu begleiten. Ich werde den Part dann an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat der erste Part der Crybaby Worms Legacy so gut gefallen wie mir. Schaut euch mal diese süßen Zips an. Wir sind einfach jetzt schon schwanger. Ich kann es kaum glauben. Ich liebe die beiden einfach so sehr. Ich finde, Jolene ist so ein cooler Charakter und auch Philipp ist so toll. Es tut mir ein bisschen im Herzen weh, dass wir die beiden auseinanderreißen werden. Aber wir wissen auch nicht, wie die Geschichte sich zu Ende entwickeln wird. Und jetzt erstmal freuen wir uns auf das erste Baby oder vielleicht ja sogar die ersten Babys. Wer weiß, wer weiß. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt, ob es ein Baby wird oder mehrere und was für ein Geschlecht die Babys wo haben werden. Und natürlich Namensvorschläge. Ich brauche Namensvorschläge von euch. Und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Part, Crybaby Worms. Ich glaube, das wird ganz, ganz toll. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.